Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Marvel Talk. Nachdem wir in der ersten Folge erstmal über die beiden Trailer gesprochen haben, geht es heute ja um den ersten Film im MCU und zwar um Iron Man. Ja, Jan, wie ist denn deine Meinung zum ersten Iron Man? Ja, das war ja der Startschuss und allein deswegen finde ich den total klasse. Ich vergleiche den manchmal so ein bisschen mit, nicht mit dem neuen Han Solo-Film, sondern mit dem Charakter Han Solo, weil Tony ja auch so eine Charakterentwicklung durchmacht. So vom, ich sag mal, vom Assi zum liebgewonnenen Multimillionär. Gut, das ist jetzt Han Solo nicht, aber... Also, aber tatsächlich, sowas macht er, ne? Am Anfang noch Waffenexporteur, Waffenhersteller und wird dann quasi geschlagen durch seine eigenen Waffen und sieht dann eigentlich, was er für ein Unheil damit anrichtet und entwickelt sich dann so langsam. Das finde ich tatsächlich als Charakterentwicklung eine der stärksten Charakterentwicklungen im MCU. Absolut, jeden Fall. In einem Film vor allen Dingen. Manche brauchen da mehrere Filme für. Er hat das relativ schnell hinbekommen. Ich finde auch am Anfang ist es gar nicht so leicht, Tony zu mögen. Er ist arrogant, er ist irgendwie ziemlich widerlich zu seinen Angestellten. Er ist Waffenhersteller. Also es sind alles so Punkte, wo man denkt so, ja, das ist ein Mensch, den ich eigentlich nicht besonders mögen kann. Er wirkt zwar immer so ein bisschen so, ja, so ein bisschen cool und spielt sich ziemlich auf, aber trotzdem denkt man so, ja, eigentlich weiß ich nicht, warum ich dich jetzt als Hauptfigur eines Films besonders sympathisch finden sollte. Richtig. Aber dann macht er doch relativ schnell eine sehr positive Wandlung durch. Ja. Und spätestens ab der Hälfte des Films denke ich so, ja, Tony, Iron Man, du bist mein Held. Also ich finde es großartig umgesetzt. Ja. Und ich finde auch, obwohl das oft kritisiert wird, dass der Antagonist in dem Film eher schwach ist, war in diesem Fall der Antagonist für mich gar nicht so wichtig, weil die Hauptfigur mit ihrer Entwicklung so stark im Vordergrund stand, dass ich dachte so, ja, okay, er muss gegen irgendjemanden kämpfen, um sich jetzt zu beweisen und zu zeigen, wie toll sein Anzug ist. Aber für mich war die Charakterentwicklung wirklich der Hauptaspekt des Films und die finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Und so schlecht finde ich den Antagonisten gar nicht. Ich meine, das ist ja quasi seine eigene Firma im Grunde genommen, gegen die er da gekämpft hat. Der das noch extremer wollte und der Typ hat halt nicht gesehen, dass irgendwann mal Schicht im Schacht ist und wollte immer mehr und immer mehr. Und da finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass sie so einen Charakter genommen haben. Ich meine, die hätten nicht direkt mit Thanos anfangen können. Das ist ja auch bescheuert. So. Ja, man muss halt auch irgendwie ein bisschen Luft nach oben haben, sag ich mal. Aber an sich fand ich ihn also auf jeden Fall auch glaubwürdig in dem, wie er gedacht hat. Das war nicht einfach nur, ich bin böse und mache alles kaputt, sondern Er war einfach zu machthungrig und zu sehr auf seinen Erfolg und das Geld aus, was er mit diesen Anzügen verdienen könnte, was ein nachvollziehbares Motiv ist. Also es muss ja nicht immer so, oh, ich will die Welt beherrschen und irgendwie das ganze Universum gleich am besten noch mit drauf, sondern auch eigennützige, egoistische Motive können für einen Antagonisten wirklich nachvollziehbar sein. Es muss nicht immer ein ganz, ganz großer Rahmen sein, sondern kann auch erstmal in diesem Ich-will-mächtig-sein-Rahmen. Und nur auf der Welt im Sinne von, ich will eine dicke Firma und irgendwie ganz viel Geld haben. Deswegen, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Er ist natürlich im Vergleich zu Iron Man selber etwas blass geblieben. Aber das kommt einfach auch dem davon, dass Tony Stark so ein unheimlich prägnanter Charakter ist. Und auch wahnsinnig gut besetzt. Also ich könnte mir keinen Schauspieler vorstellen, der Tony Stark besser spielen könnte als Robert Downey Jr. Und am Anfang sollte Tom Cruise die Rolle kriegen. Und der hat zum Glück abgesagt, ey. Stell dir das mal vor, mit dem Bart so. Das wäre halt, ich glaube, da wäre Tony Stark, der Charakter Tony Stark, nicht da, wo er heute ist. Definitiv nicht. Also ich halte, muss ich jetzt dazu sagen, von Tom Cruise nicht besonders viel. Erstmal finde ich, er ist kein besonders guter Schauspieler und ich finde auch einfach seine ganzen Sekten-Eskapaden nicht besonders ansprechend. Da kann man mir jetzt widersprechen und sagen so, oh, privates von beruflichem Trennen, aber nein, sorry, das geht bei Tom Cruise einfach nicht bei mir. Deswegen hoffe ich, dass Tom Cruise niemals im MCU irgendwie was spielen wird. Und Robert Downey Jr. war absolut für mich die perfekte Besetzung und er macht das nach wie vor großartig. Und er spielt ja im Grunde genommen auch sein eigenes Leben. Ne? Vorher war er auch irgendwie ganz schön down. Ja, aber down nicht schon. Jedenfalls war er... Wir müssen auf dem Counter machen, dumme Wortspiel.
Er hat ja vorher auch diese ganzen Drogenprobleme und sowas alles und hat dann auch im echten Leben diese Entwicklung durchgemacht. Und vielleicht war das auch so der Anstoß dafür, dass er genommen wurde. Es passt halt perfekt. Er spielt, diese Rolle ist quasi ihm auf den Leib geschneidert. Definitiv, ja. Ich muss auch sagen, obwohl der Film inzwischen ja schon 10 Jahre alt ist, sieht er immer noch großartig aus. Ich habe den letztens erst wieder gesehen und der muss sich hinter den neueren Marvel-Filmen absolut nicht verstecken. Auf keinen Fall. Er war ja auch gar nicht darauf ausgelegt, episch oder sowas in dem Sinne zu sein. Der war einfach für eine Origin-Story ist das total klasse, was sie da gemacht haben. Und der funktioniert auch als alleinstehender Film großartig. Also bei jetzt den späteren Marvel-Filmen, also man kann, glaube ich, Avengers 2 schlecht gucken, ohne irgendeinen anderen Marvel-Film gesehen oder Infinity War. Das ist ja gar nichts. Das Kräfteverhältnis gar nicht. Wer seid ihr denn überhaupt? Ja. Aber Iron Man 1 kann man einfach nur als alleinstehenden Film gucken und ihn trotzdem von vorne bis hinten verstehen und auch, er ist einfach als Film gut komponiert. Allein die Schlussszene auch auf einmal, wo er sagt, so, ich bin Iron Man. Ja. Das ist eine so großartige Endszene für einen Film, dass ich das nach wie vor feiere, wie die das gemacht haben. Hashtag Spoiler. Ja, also das muss ich vielleicht auch noch zwischendurch sagen. Wir werden hier natürlich spoilern ohne Ende. Aber geht ja auch gar nicht anders. Ich finde irgendwie bei einem Film, der jetzt schon 10 Jahre alt ist, also wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen habt, dann seid ihr halt selber schuld oder solltet euch schleunigst bei irgendeinem Streamingdienst anmelden und euch die ganzen Filme nochmal angucken. Also auf Spoiler werden wir definitiv hier nicht verzichten. Geht ja auch gar nicht. Wenn du Sachen zusammenfasst, sagst du ja, was drin vorkommt. Ja, natürlich. Ich glaube, jetzt über einen Film zu reden, ohne zu spoilern, wird ein bisschen schwierig. Also da müssten wir uns extrem einschränken und das wollen wir bei unserem Marvel-Talk auch nicht. Ja. Okay, was waren für dich die größten Stärken in Iron Man und vielleicht eher die Schwächen? Also Stärke auf jeden Fall, wie gesagt, die Charakterentwicklung. Dann, was viele Leute, glaube ich, unterbewusst wahrnehmen, aber ich finde es halt auch total geil, diese Geräusche von diesem Anzug, ja. Die sind so befriedigend, wenn er dann irgendwie da gerade mit seiner Handfläche da so einen Energieball entlädt oder, ne? Dieses Geräusch, finde das schon grandios. Auch ganz am Anfang natürlich wieder, wie gezeigt wird, wie dieser erste Anzug überhaupt entsteht, wie er nach und nach immer wieder den Anzug verbessert, auch in diesem Film ja schon. Kleine eingestreute mit War Machine, so, vielleicht nächstes Mal so, ne? Ja, er hat ja diesen Silbernen da stehen sehen, nächstes Mal. Schwächen, vielleicht aufbauend auf den nächsten Film, dass der eine Charakter da gewechselt wurde, natürlich, dann, ich hab's am Anfang tatsächlich bei Iron Man 2, wo wir später drauf hinkommen, habe ich es nicht gerafft, dass es der gleiche ist. Ja, fand ich aber auch, wo ich dachte, okay, ist das ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Kumpel und so weiter, also, finde ich immer schwierig, wenn ein Schauspieler einfach so gewechselt wird. Das wird ja seine Gründe gehabt haben. Ja, wahrscheinlich hat er andere Verträge oder konnte aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Ist ja nicht so schlimm, aber ich finde es dann immer schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt derselbe, aber der sieht ganz anders aus. Stell dir vor, Iron Man 2 mit Tom Cruise. Oh, sofort abgeschaltet, Horror. Und Teil 3 dann wieder mit Robert Downey Jr. Ja, er hat irgendwie, keine Ahnung, einen schlimmen Ausschlag gehabt und das sieht jetzt so ganz anders aus. Eine Stärke, die wahrscheinlich nicht so oft genannt wird, ich fand auch Pepper sehr prägnant. Also sie ist zwar eine Nebenfigur, aber trotzdem auch ein sehr, sehr starker Charakter. Also sie hat natürlich auch gerade am Anfang ziemlich unter Tony zu leiden. Er ist wahrscheinlich ein richtiges Arschloch als Chef und sie muss die ganze Arbeit machen, hat unheimlich viel Verantwortung, aber sie zieht das trotzdem durch mit... Ja, trotzdem irgendwie mit viel Stärke und mit viel Selbstbewusstsein. Und da finde ich auch, dass sie auch als Nebencharakter total gut besetzt wurde und das glaubwürdig rüberbringt, dass sie eine total taffe Geschäftsführerin werden kann. Momentan ist sie nur Assistentin in dem Bereich gewesen, aber... Genau. Aber man sieht halt schon, wo es hingeht. Genau. Auch beziehungstechnisch mit denen. Und das schlägt halt diesen riesen Bogen zu den neuen Trailern halt eben auch, ne? Da er Miss Potts direkt anspricht. Mhm. Ja. Deswegen finde ich auch Pepper ein großartiger, wenn auch oft unterschätzter Charakter in Iron Man. Auf jeden Fall. Okay, das war unsere Folge Marvel Talk zum ersten Iron Man. Dann verabschieden wir uns schon wieder von euch. Was haltet ihr denn vom ersten Iron Man? Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder was wir nicht angesprochen haben, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge vom Marvel Talk.